Heute möchte ich euch eine technische Innovation für unsere alten Zweitaktmotoren vorstellen. Und zwar geht es heute um den Smart Carb. Der Smart Carb ist ein Hightech-Vergaser aus Amerika und er tritt mit großen Versprechungen an. Nämlich einmal eine Leistungssteigerung herbeizuführen, die Abgase zu senken, weniger zu verbrauchen und sich automatisch an die Höhenverhältnisse anzupassen. Um diese Ziele zu erreichen, verspricht der Hersteller eine besonders feine Zerstäubung. Er verspricht, dass sich der Vergaser ohne Düsen einstellen lässt und dass er sich automatisch an Druckverhältnisse anpasst, indem er einen Druckausgleich zur Schwimmerkammer schafft. Eines vorweg, vergesst die Leistungssteigerung. Also vergesst sie nicht, die ist schön. In unseren Tests hatten wir bisher auch eine leichte Leistungssteigerung zu verzeichnen. Aber das ist für mich persönlich nicht der hauptsächliche Grund, sich einen Smart Carb anzuschaffen. Was wirklich cool an den Vergasern ist, ist, dass sie sehr leicht abzustimmen sind, dass sie sehr schön funktionieren, eine sehr schöne Gasannahme haben und vor allem, dass sie sich automatisch an den Luftdruck anpassen. Und wie das technisch umgesetzt werden soll, wie das aussieht im Vergaser, das möchte ich euch jetzt ganz kurz erklären. Es gibt übrigens nur zwei Größen von Gehäusen. Es gibt einmal das kleine Gehäuse mit 25 und 28 mm und das große Gehäuse von 36 bis 40 mm. Zusätzlich habe ich hier noch die Nadel geholt, das einzige Abstimmungsteil im Vergaser, was übrigens bei Smart Carb Rod genannt wird. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie das mit der Verstellung funktioniert. Smart Carb wirbt damit, dass man im Prinzip den Vergaser einstellen kann, ohne abzusteigen. Und das funktioniert folgendermaßen. Man zieht den Schieber auf Vollgas, natürlich bei abgeschaltetem Motor. Und als nächstes drückt man diese Rändelschraube hier oben nach unten. Dadurch gibt es eine Verbindung zu dem Einstellmechanismus der Nadel. Und dann kann man hier mit verschiedenen Klicks das Rod in der Höhe verstellen. Und damit wird der ganze Vergaser im Arbeitsbereich magerer oder fetter. Das Einzige, was dadurch geändert wird, ist die Höhe des Rods. Wie so ein Rod aussieht, das möchte ich euch hier kurz vorstellen. Es fällt sofort auf, dass dieses Rod oder die Nadel nach unten nicht spitz zuläuft, wie in einem herkömmlichen Vergaser, sondern dass es eine Flachstelle besitzt und sich darüber verjüngt. Und bei voller Schieberstellung wird ein größerer Spalt freigegeben, als wenn der Schieber geschlossen ist. Ein weiteres sehr interessantes Feature, was Smart Carb anbietet, ist die automatische Anpassung an den Luftdruck. Das ist nicht nur interessant, wenn man in den Bergen unterwegs ist, es ist auch interessant, wenn die Wetterbedingungen stark schwanken. Wenn man zum Beispiel sonntags bei schönem Wetter seinen Vergaser eingestellt hat und montags bei 10 Grad weniger zur Arbeit fährt, gibt es Effekte, die hat jeder schon mal gespürt. Dieser Druckausgleich funktioniert im Prinzip ganz einfach. Ihr seht, dass es hier zwei Löcher im Trichter gibt, sowohl bei dem großen als auch bei dem kleinen. Und die sind mit der Schwimmerkammer verbunden. Dadurch wird ein automatischer Druckausgleich geschafft. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass die Schwimmerkammer abgekapselt sein muss und deswegen auch keine Überlaufschläuche hat. Den einzigen Schlauch, den ihr seht, ist dieser hier, der dient dazu, den Schwimmerstand richtig anzupassen, was übrigens vor dem Einbau sehr wichtig ist. Dann möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie der Vergaser von innen aufgebaut ist. Die Schwimmerkammer wird auch hier nur über vier Imbusschrauben gehalten. Die lassen sich relativ schnell öffnen. Ups. Wie man unschwer sehen kann, es gibt tatsächlich keine Düsen. Hier, wo im anderen Vergaser, im Mischrohr, die Hauptdüse sitzt, seht ihr, ist keine Düse. Aber wenn die Kamera das einfängt, kann man vielleicht sehen, wie der Spalt oder der Spalt in dem Röhrchen größer wird. Also jetzt beim Gas geben sollte der Spalt größer werden. Kann man das sehen? So, einen Schwimmer gibt es auch. Den habe ich ja schon aufgelöst. Boah, mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen. Das wollte ich nur kurz zeigen. Wenn ihr die Vergaser seht, fällt auf, dass sie sehr mächtig wirken. Das kommt aber vor allem daher, dass sie CNC gefertigt sind und aus einem Block ausgefräst. Um mal zu verdeutlichen, wie groß diese Vergaser wirklich sind und ob sie für Platzprobleme sorgen, habe ich mal zwei sehr beliebte Vergasermodelle mitgebracht. Nämlich einmal ein Del Orto VRS Vergaser und ein Mikuni PWK Vergaser. Dann messe ich mal die Größen der Vergaser im Vergleich. Ich fange mal mit der Höhe an, ohne die Einstellung für den Gaszug. Der PWK hat eine Höhe von 152 mm. Der VRS-Vergaser von Del Orto hat 163 mm. Und der Smart Carb, der 40 mm Smart Carb, hat 100,
59 mm. Er liegt also in der Mitte zwischen diesen beiden Vergasern. Was für viele sehr wichtig ist, ist die Länge der Vergaser, also wie viel Platz man zwischen Ansaugstutzen und Verkleidung, Seitenhaube oder Ähnlichem braucht. Und da hat der PWK eine Länge von 91 mm. Der VHS-Vergaser hat 86 mm Länge. Und der SmartCarb hat eine Länge von 83 mm. Also er ist tatsächlich der kürzeste im Vergleich von diesen drei Vergasern. Bleibt als letztes für den Einbau recht wichtig die Breite des Vergasers. Hier fangen wir mit dem Del Orto an. Das ist ein sehr, sehr schlanker Vergaser. Allerdings ist bei dem nicht die Schwimmerkammer das breiteste. Ich messe mal hier über die Anschlüsse. Da haben wir 68 mm. Der PWK hat eine Schwimmerkammer von 77 mm. Und der SmartCarb hat eine Breite von 74,5 mm. Er liegt also auch da wieder in der Mitte zwischen den anderen. So schlank wie der Del Orto ist einfach keiner. Aber trotzdem bietet er einen recht kompakten Bauraum, was man nicht denkt, wenn man ihn so vom Weiten sieht. Wozu braucht man also einen SmartCarb? Zumal diese Vergaser alles andere als günstig sind, stellt sich die Frage, diese Features, die der bietet, sind die das wert? Also, da ich ein sehr fauler Mensch bin und meine Vergaser nie vernünftig abgestimmt sind, sondern immer nur so lang abgestimmt werden, wie ich Lust habe, und das ist wirklich nicht besonders lang, ist so ein Vergaser für Leute wie mich wahrscheinlich ziemlich günstig, weil ein einziger Motorschaden durch einen schlecht abgestimmten Vergaser und schon ist der SmartCarb billiger als ein Cahin PWK zum Beispiel. Die andere Sache, die mir attraktiv erscheint, ist der runde Motorlauf, die gute Gasannahme. Aber ob das auch in der Praxis funktioniert, das haben wir mal für euch getestet. Wir haben einen besonderen Gast heute hier bei SIP, und zwar Jürgen. Jürgen hat einen BFA-Motor gebaut, einen 306er BFA-Motor, und hat für diesen Motor eine Box entwickelt, die sehr gut gelaufen ist. Damit war er schon mal bei 50 PS. Jetzt hat er das Ganze noch ein bisschen downgegradet, weil er ja viel im Alltag damit fährt und Berge hoch und runter und so weiter. Hat einen kleineren Vergaser drauf gebaut, Verdichtung reduziert und Zündung zurückgenommen. Und ist jetzt mal bei SIP vorbeigekommen und wir haben getestet, wie der Motor läuft. Und waren bei 41, irgendwas PS. Wahnsinnig schöne Kurve, sehr alltagstauglich, sehr schön fahrbar. Und das Ganze mit einem 30er PAB Del Orto Vergaser. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einen 28er SmartCarb draufgesteckt, hatten den Roller bis jetzt noch nicht mal an und werden jetzt mal testen, wie das Ganze funktioniert. Der komplett Kalttest. Der Vergaser war nur draufgesteckt, sonst gar nichts gemacht im Vergleich zu dem Vergaser, der vorher montiert und abgestimmt war. Wir haben drei Läufe gemacht, um zu schauen, wie das mit der Temperatur sich ändert. Und ich lade jetzt mal den dritten Lauf mit dem alten Vergaser gegen den dritten Lauf mit dem neuen Vergaser. Also was wir hier jetzt sehen, ist eine leicht bessere Vorresoleistung, eine leicht bessere Spitzenleistung und auch ein etwas schöneres Ausdrehverhalten. Das ist für einen lediglich draufgesteckten Vergaser erstmal sehr schön. Aber was eigentlich noch etwas wichtiger ist beim SmartCarb, für mich zumindest, ist die Annahme wieder oder der Eindruck, wie der Motor gelaufen ist. Und das kann vielleicht Jürgen besser sagen, weil er den Motor besser kennt und das besser weiß. Also ich war jetzt erstmal sehr überrascht, dass der beim ersten Kick wirklich einwandfrei gelaufen ist gleich. Standgas tipptopp, auch wenn man dann das Gas aufreißt im Standgas, super Gasannahme. Also besser wie vorher mit dem PHBH-Vergaser, mit dem 30er Del Orto. Und ich habe dann auch mal vorher geschaut, so im Halbgas-, Viertelgas-Bereich ist der vom Stand auf gleich mal besser gelaufen, sage ich jetzt mal. Also hat sich echt gut angehört. Also bin jetzt total überrascht, dass der eigentlich so gut geht. Okay. Ohne viel einzustellen. Also das müssen wir natürlich jetzt nochmal auf der Straße testen, aber der erste Eindruck, bin echt positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also das freut mich sehr, weil der Test war jetzt wirklich komplett kalt, was ihr jetzt gesehen habt, war wirklich draufgesteckt. Erste Mal Gas aufgerissen auf dem Prüfstand. Ich glaube, dafür sind wir erstmal glücklich, verabschieden uns jetzt und spielen noch ein bisschen weiter.